Ich habe auf den Rat von jemand gehört, der gesagt hat, annoncier doch mal anonym, ehemaliger Spitzensportler sucht neue Herausforderungen im sportlichen Bereich. Also es gibt so viele Sportfirmen, die im Marketing oder so jemand brauchen, so prominent. Also es gibt ja auch viele Beispiele, wo das gut funktioniert. Das habe ich auch gemacht in zwei großen Tageszeitungen, überregionalen. Und die Kanäle sind eben doch nicht dicht. Es ist irgendwie der Bild-Zeitung zu Ohren gekommen, wer dahinter steckt. Und es wurde dann auch jemand beauftragt, mich dazu zu befragen. Wo ich gesagt habe, also erst, nee, da gibt es nichts dazu zu sagen. Und ja, das kannst nur du sein. Und ja, und dann ein großer Aufmacher in der Bild-Zeitung. Wer hat für diese Olympiasiegerin einen Job? Und das ist natürlich so, also habe ich schon als Demütigung empfunden. Wo ich dachte, na, das war jetzt nicht das gewünschte Resultat. Also man hat dann eben auch so die ganzen, nicht nur schönen, sondern auch unschönen Seiten der neuen Zeit zu spüren bekommen. Also sehr wohl.